Ich denke, wir sind jetzt eigentlich soweit fertig. Wir werden zwei verschiedene Fahrradtypen benutzen. Einmal diese kleinen speziellen Trailräder ohne Sattel. Und zum anderen Mountainbikes. Raimund Aschkowski fängt an mit dem Mountainbike. Vielfacher norddeutscher Vizemeister, deutscher Meister, Mannschaftsweltmeister. Und vielleicht hier mit einem kleinen Applaus beim Speed-Up-Festival von euch begrüßt. Was es hier gibt, eine Trail-Show. Wie gesagt, 10 Jahre Rohloff, über 10 Jahre Giant. Viele Wettbewerbsjahre später. Freuen wir uns, euch jetzt ein bisschen hier zeigen zu dürfen, was mit Fahrrädern alles so geht, in die Hand gehen sollte. Wenn ihr das gefällt, wünsche ich euch dann, gebt euch einen kleinen Applaus, das motiviert uns. Und jetzt bin ich, glaube ich, mal knapp verpasst. So, und hier im Augenblick sehen wir den Stefan Schlie. Das ist der Mann, der die Zugspitze herabgefahren ist. Mit dem Mountainbike. Und hier bewegt er ebenfalls das Mountainbike. Wir werden später noch ein bisschen wechseln. Auf Mountainbike eigentlich schon für solche Hinterradtricks und Rolltricks auch auf dem Vorderrad. Die speziellen Anfänger sind ein bisschen wendiger, die sind auch kleiner da. Ja, sagen wir mal. Ich werde gleich stehen bleiben. Surfen. Ja, und wir werden gleich dazu übergehen, auf die Hindernisse zu fahren. Nächstes Mal mit dem Mountainbike. Alles klar, wir beginnen mit den Hindernissen. Und Leute, wenn euch was gut gefällt, dann zeigt uns das. Oder wenn euch was nicht gefällt, dann sagt ihr, mach lieber was anderes. Wir sind da nicht so. Feedback ist immer willkommen. Und wenn einer das nachmachen kann, der braucht jetzt nicht zu klatschen. Nicht eingebaut. Das ist mal
Wir werden eure Ohren nach hinten ziehen. Die Beine nebeneinander und die Arme nach hinten. Alle Zähne nochmal durchzählen, bitte. Oh, 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 der Mann hat noch keine Familie gegründet, bitte vorsichtig. Ich bin auf der Fall. Ja, jetzt ist der Bauch etwas schädlich. Einmal Profi. Mach es lieber nicht so laut. Ich bin die Leute an. Ja, wunderbar. Wenn dieser Parcours jetzt so beendet ist, dann dürfen andere Leute auch mal probieren. Ne? Ihr bleibt da liegen, ja? Wunderbar! Applaus für die beiden Mitspieler!
Welche Stufe? Jawohl! Alle vier Stufen auf den Meter. Wunderbar. Das Ganze jetzt nochmal zurück. Eins, zwei, drei, vier. Bravo! Der von den Herren hier zum Mut. Ja, schau mir genau ins Auge. Sieht mutig, ich sehe es. Guck mal zu mir, jawohl. Ein Riesenapplaus, nachdem das die vorher beobachtet haben, dass sie doch rauskommen. Ist das her? Okay. Gibt's doch nicht. Wir versuchen jetzt möglichst hoch zu springen. Bernd war richtig, ne? Wir werden aus dem Stand vorwärts mit geschlossenen Beinen. Und ich versuche mich auf zwei Techniken. Einmal vorwärts mit Schwung, dem Bunny Hop, und einmal seitwärts mit dem Salto. Bei jedem Sprung brauchen wir ein bisschen Motivation von euch. Kein Applaus, nicht laut, sondern ist schon. Vorwärts. Das scheint in so einer Art Vergleichstest zu sein. Der Spektor, Mensch und Maschine. Thank you.